Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play BMG Dry. Und kurz bevor wir anfangen, das werde ich jetzt einfach in jeder Folge machen, da es in Deutschland anscheinend immer noch nicht alle gecheckt haben, ihr sollt nicht rausgehen. Es gibt zwar noch keine Ausgangssperre, aber es ist ja denn, ihr müsst nicht, sollt ihr nicht rausgehen. Versucht euch nicht mit Kumpels zu treffen, versucht nicht in ein Restaurant zu gehen, weil ich habe gehört, manche sind trotzdem noch offen und so weiter. Bleibt zu Hause, es sei denn, ihr müsst rausgehen. Seid nicht Teil des Problems, denn wenn ihr rausgeht und euch ansteckt, was sehr wahrscheinlich ist, auch wenn ihr es vielleicht gar nicht bemerkt, wird die Wirtschaft weiter kaputt gehen und Menschen sterben. Geht nicht raus. Danke. Supi, mit dem aus dem Weg, das werde ich jetzt jede Folge machen, bis die Leute in Deutschland das checken. Der Wunsch wurde seit Jahren gefühlt in die Kommentare gepackt. Nee, die letzten paar Wochen wurde der irgendwie, glaube ich, jede Folge reingepackt. Wir sollen Sachen auf Autos werfen. Angefangen mit Steinchen. Und ja, machen wir mal. Super Wunsch. Du hast ganz schön viel Ausdauer gehabt, gebe ich mal zu, das jeden Tag in die Kommentare zu schreiben. Und du hast immer viele Likes bekommen. Also wir fangen an mit einem, was ich glaube ich, 200 Kilo Steinchen oder so. Steinchen. 200 Kilo Steinchen. Und heute wird unser wunderbare Grand Marshal in der Polizeivariante hier als unser Testsubjekt dastehen. Und ja, ganz simpel, wir nehmen ihn einfach auf und lassen ihn fallen. Und ich habe schon mal daneben Wow. Hat von einem MLB-Team die Cap hier auf, aber kann nicht werfen. Weil werfen kann ich sowieso nicht. Außer CS-Matches, da kann ich super werfen. Okay, da gehen wir nochmal rum, weil das war schon mal falsch geparkt. Vielleicht liegt am Parken, nicht am Werfen. Weil vielleicht sich überparken kann. Wartet. Ich muss kurz den Blick hier haben. So. Okay. So, jetzt muss er direkt unter uns stehen. So, wunderbar. Und jetzt geradeaus. Das sieht doch gut aus, oder? Ich glaube, das ist gut. Okay. Alles vorbereitet. So, Take 2. Naja, das war jetzt wieder nicht perfekt. Aber, okay, Kamera, willst du nicht so viel rumbewegen? Autsch. Da sehen wir, was 213 Kilo schon ordentlich machen. Wenn man da gesessen hätte. Nicht so gut. Ordentlicher Einschlag. Und dann machen wir das gleich nochmal. Aber, fand ich mir nie mal vor. Damit würde ich jetzt auch schön treffen. Ist erstaunlich schwer, das zu aimen. Jetzt ist er schon wieder, warte. Jetzt ist er schon wieder ein bisschen schräg. Warum bist du immer schräg? Warum kann ich ihn nicht einfach richtig parken? So, jetzt, das müsste doch gehen, oder? Das müsste jetzt super sein. So, fallen lassen. Das war ein schöner Prall. Aufprall. Der fällt so schnell. Es ist schwer, das richtig hinzukriegen mit der Kamera. So. Wie ihr seht, die Kamera ist ein bisschen wild. Ja, ordentlicher Einschlag. Hinten dieses Mal. Die Tür ist nach oben. Da sehen wir die Tür. Aber das Dach drumherum ist weggedehnt worden. Freundlich. So, nimm aber mal einen größeren Felsen, oder? Wir gehen hier einfach runter zu den Rocks and Boulders. Und den hatten wir gerade 230 Kilo. Das nächste ist 400 Kilo. Dürfte schon... ja, macht einen ordentlichen Unterschied. So. Okay. Muss man hier die Kamera manuell machen. Sonst wird das nichts... Ach, mal langsamer. 400 Kilo. Wow. Ja, das ist noch ein größerer Einschlag. Komplett zerstört. Oh, das wird so böse ausgehen, wenn wir die größere nehmen. Okay, 400 Kilo. Wir gehen zum nächsten. Was haben wir als nächstes? Ach, ich sitze hier irgendwie ganz unpraktisch. Ich muss dich mal umdrehen, oder? Oh, jetzt ist das... Ja, jetzt ist das Kabel in meinem Weg. Deswegen weiter. So geht's auch. Ist jetzt ein bisschen nah an meiner Tastatur dran. Aber so ist vielleicht auch ein bisschen. So sehe ich zumindest ein bisschen besser. Keine Ahnung, jetzt ist das Kabel auf meiner Hand. Ach Gott, das ist hier. Alles nur falsch. Müsste ich ja hier entlang führen. Das würde gehen. Egal, darum geht es jetzt nicht. Wir haben als nächstes. Wir können mal den Rock Stack nehmen. Wobei, den könnten wir nicht direkt drüber machen. Nehmen wir erstmal 1400. Das dürfte jetzt ein Riesenunterschied sein. Oh Gott. Da, oh, das wird so wehtun. Und Baum fällt. Wird nicht ein super Treffer sein, aber trotzdem denke ich ganz nett. Auf den Motor rauf. Boah.
Absolut zerstört. Oh Gott, ich meine, wie der Wagen aussieht. Sieht ein bisschen komisch aus. Das können wir aber noch besser. Will ich ein bisschen halt hier ziehen. Oh, wow. Der knallt die ganze Zeit vorne drauf. Achso, weil wir den nicht so weit nach Dings. Okay, aber ich glaube, es ist. Man sieht genug, wie schwer das ist, oder? Ich glaube, selbst wenn wir nicht die Fahrerkabine treffen, sehen wir, dass das ein. Ist ein ordentlicher Einschlag. Ah, da möchte man nicht unbedingt im Wagen sitzen. Nächste Stufe ist. 3 Tonnen. So langsam wird es auch schwer, den hochzuheben, wahrscheinlich. So, wie sieht es denn hier aus? Der bewegt sich aber auch immer weiter rüber. Mit jedem Reload wird es. Geht der. Oh, da fällt er schon. Nein. Nein, ah! Lass mich machen. So, F7. Danke. Ich muss jetzt nämlich weiter vor. Okay, danke. Jetzt sollte es besser. Jetzt sollte man besser stehen dafür. Okay. Und. So. Ah, auch kein perfekter Treffer. Alles andere als perfekter Treffer. Aber naja, trotzdem. 100 Mal langsamer. 3 Tonnen. Oh, da sehen wir schön, wie es aber die Tür aufsplittet. Au. Die Tür wird weggedrückt. Genau auf den Fahrer drauf. Der zum Glück nicht drin sitzt, aber. Oh, Felsen. Ah. Autsch. Puh, das ist ordentlich. Ach, und wir sind da nicht mal annähernd bei den Schwestern angekommen. Das wird ja noch so unangenehm. Rocks and Boulders. Wisst ihr was? Wir wollen noch ein paar andere Sachen ausprobieren, deswegen gehen wir gleich mal hoch zu den 6 Tonnen Felsen. So, steckst du fest oder kannst du da raus? Ah, wisst ihr was? Wir machen das aber anders. Wir lassen dich von ein bisschen niedriger Höhe fliegen. Nein. Na, aber meint jetzt wird es eine höhere sein. Höhere sein. Genau. Wird es jetzt höher sein? Ja, ist gleich. 100 mal langsamer. Wir fliegen runter. Schwups. 6,5 Tonnen waren das, ne? Glaube ich. 16 mal langsamer. Puh, keine Chance. Absolut keine Chance. Ich fliege mal wieder hoch. So. Au. Ja, also nichts zu machen für den Grand Marshal da. Was kann man noch drauf verlassen? Hey Bales. So, dich lassen wir mal fallen. Mal schauen. Die haben ja auch ein bisschen Gewicht. Ist zwar nur Heu, aber trotzdem, die sind ziemlich schwer trotzdem. Ja. Würdest du einfach mal. Mensch. Kann ja nicht so schwer sein, hier einmal richtig zu fallen. Ist erstaunlich, wie die richtig zu platzieren. Das war falsch. So, nach hinten. So, jetzt. Nein. Immer noch nicht. Digga, wo reloadest du das? So, jetzt. Ja, das ist ein schöner Treffer. Danke sehr. So, wie sieht er aus? Da sehen wir, was ein bisschen Heu. Ein bisschen Heu ausmachen. Das frisst ein kleines Kaninchen. Da sieht man, wie böse eigentlich Kaninchen sind. Metallbox, wie viel wiegst du? Steht nicht da. Wir werden es herausfinden. Magische Metallbox. Nicht so viel. Okay, da sehen wir es auch, wie sie drum springt. Was sind das? Ich würde sagen, vielleicht 40 Kilo. 30, 40 Kilo. Weiß nicht genau. Wir haben unsere Waage leider gar nicht. Es gibt keine Waage, die so ist, ne? Nee, leider nicht. Sonst hätten wir das nachschauen können. Aber ich würde sagen, so 30, 40 Kilo basierend auf dem Einschlag. Können natürlich noch weitere Sachen fallen lassen. Wie zum Beispiel. Was denn war? Eine Tire Wall. Warum denn nicht? Ach, du sollst nicht am Boden spawnen. Du sollst in der Luft spawnen. Danke. Und. Au. Also, dafür ist natürlich eine Reifenwand nicht ganz so gedacht, um sie auf Autos drauf zu werfen. Aber kann man auch machen, wenn man irgendwie Bock drauf hat. Und zu guter Letzt, eine letzte Sache, die wir raufwerfen können. Machen wir. Eine ganze Wand. Eine ganze kleine Wand. Nicht nach unten. Ja, natürlich, hier ist es nach unten. So. Und. Alles klärchen. Tschüss an dich. Subi, war ein ganz netter Wunsch. Stimmt. Oder sowas.
War ein ganz netter Wunsch. Hat mir auf jeden Fall gefallen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, einfach unten in die Kommentare schreiben. Wie immer, wenn ihr Wunsch habt, schreibt mir auch nicht gefallen. Und ich freue mich auf das Chance. Bis zum nächsten Mal. Euer Steve. Ciao.